Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Kunokuno Basket nicht ersetzen soll. Kunokuno Basket gehört Shueisha, Tadatoshi, Fujimaki und Production IG. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Leute, ich weiß, ihr glaubt zwar, dass Dragon Ball mit den verschiedenen Haarfarben schon ziemlich krass unterwegs war, aber wir haben hier einen Anime über Basketball, wo die größten Talente Superkräfte und Special Haarfarben haben. Dieses Team war als die Generation der Wunder bekannt. Und auf Chicago Bulls angelehnt haben sie alle drei Titel in Folge auf der Mittelschule gewonnen. Aber um diese 5 hier geht es gar nicht primär, sondern um ihren sechsten Mann, nämlich Kuroko, was euch beim Titel wahrscheinlich hätte auffallen können. Aber auch er ist nicht alleine, denn er hat einen Co-Star am Start, der beste Spieler auf der gesamten Welt ist. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie könnte es sein, dass er so krass ist? Aber Leute, er konnte eine Papierkugel in den Mülleimer werfen. Ja, der Bruder hat das wirklich getan, um zu flexen. Willkommen bei Kunokuno Basket. Ich verschwende nicht viel Zeit und wir gehen sofort zum ersten Testmatch über. Bei dem Kagami Tiger den Shaquille O'Neal raushängen lässt und völlig eskaliert. Aber ohne Hilfe, weil er alleine ist, wird er trotzdem rasiert. Womit wir auch zum Gimmick von Kuroko kommen. Ja, irgendwie nimmt ihn keiner so richtig wahr, was mich so ein wenig an meine Zeit mit den Mädels auf der Schule damals erinnert. Wie dem auch sei, er kann so jedenfalls Steve Nash-mäßige Pässe des Todes raushauen. Die beiden wollen also nun Poco-mäßig einen Spieler der Generation der Wunder nach dem nächsten platt machen, als wären es Arenaleiter. Bevor sie aber offiziell dem Team ihrer Schule, nämlich Seren, beitreten dürfen, müssen sie eine Mutprobe machen und dabei allen Schülern ihr Ziel mitteilen. Kagami möchte dabei natürlich den MVP gewinnen, doch der andere Typ ist hier viel interessanter. Ich weiß, ich sehe aus wie ein Side-Character und ja, eigentlich bin ich das auch, aber ich schwöre, ich werde innerhalb dieser 75 Folgen einmal nützlich sein. Wir lernen dann auch sofort eine der 5 Super Saiyajins kennen, nämlich Kise. Er wollte hier nicht nur seinen Homie Kuroko besuchen, aber wenn er schon mal da ist, kann er auch gleich Kagamis Arsch raiden. Das Ganze trifft sich hier auch ganz gut, da ihr erstes Trainingsspiel gegen sein Team ist. Weil sein Trainer dann aber denkt, dass unser Team ziemlich wack ist, bencht er hier seinen Superstar. Für diesen Disrespect haut Kuroko hier aber einen fetten Stil raus, der von einem Dank gefolgt wird, der einfach mal den Ring rausreißt. Ja, hab doch gesagt, der Typ ist wie Shaq. Das Ganze bringt den Coach also dazu, seinen besten Spieler doch noch reinzuschicken, der sich dann auch gleich sofort revanchiert. Weil Kuroko aber, wie erwähnt, unsichtbar ist, fällt es unseren Jungs hier ziemlich einfach zu punkten. Kise kann aber hier so ziemlich jeden Move von Kagami einfach kopieren. Und Kurokos Unauffälligkeit für die Killerpässe hat leider auch ein Time-Limit. Irgendwann funktioniert der Trick eben nicht mehr. Auch wenn sie die Oberhand hier verlieren, kommt Kuroko nach einer Weile wieder besser rein und so klappen seine Pässe auch wieder. Weswegen Kise ihn dann auch eine böse Schelle verpasst. Nein, das Ganze war natürlich hier nicht seine Absicht. Von so einer Verletzung lässt sich aber unser Boy nicht fertig machen. Mit dem legendären Konoha-Stirnband geht's hier weiter. Weil sie so also rankommen, dreht Kise nochmal anders durch. Juckt unser Duo hier aber nicht wirklich. Denn mit einem fetten Alley-Oop gibt es hier den Sieg. Und irgendwie entwickelt sich Kise daraufhin zu einem Stalker und verfolgt Kuroko. Er ist nämlich immer noch sad, dass Kuroko nicht mit ihm ein LeBron-mäßiges Superteam bilden wollte. Es wird hier auch angeteased, dass auf der alten Schule irgendwas passiert ist, weswegen Kuroko seine Liebe zum Basketball verloren hat. Erst durch Kagami konnte er diese nämlich so richtig wiederfinden. Weil Kagami natürlich seinen Point Guard nicht mit den anderen flirten lässt, geht er hier dazwischen. Damit steht aber hier schon das große Turnier an, nämlich das Inter High. Ihr erster Gegner hat dabei auch einen übelsten Starspieler, nämlich Papa. Und ja, der heißt halt wirklich so. Ich meine, der Typ passt nicht mal durch die Tür und könnte halt legit Kurokos echter Papa sein. Der Typ hat sogar eine ordentliche Technik am Start. Weil Kagami aber die ganze Zeit auf den Sack geht, fängt er an, daneben zu werfen. Und durch Kuroko läuft auch das Scoren für Kagami weiterhin. Ja, und das Match ist eigentlich nicht so hart, weil ihr Gegner hat halt nur das Gimmick, dass der eine Typ groß ist. Und wie wir alle wissen, hat selbst Allen Iverson schon lange vor Mikasa Ackermann gezeigt, wie man eben Titanen umbringen kann. Für die komplette Demütigung gibt Kagami Papa auch am Ende des Spiels einen fetten Block in seine Fresse. Das nächste Game war dabei so eine heftige Rasur, dass es absolut geskippt wird. Bevor es dann weitergeht, schauen sie sich erstmal ein Spiel von einer Top-Schule an, nämlich der Shutoku High, die den Super Saiyajin Green Midorima am Start haben. Manche von euch werden ihn vielleicht auch als Admiral Greenbull aus One Piece kennen. Und ja, das Thumbnail ist aus meiner Feder entsprungen. Ich komme dafür irgendwann in die Clickbait-Hölle, ist mir klar, aber ich wollte mich an dieser Stelle nur dafür
Vorwürfe entschuldigen. Naja, jedenfalls hat er hier einen Levi-mäßigen Sidekick dabei. Außerdem hat Miyurima für jedes Spiel irgendwie einen Glücksbringer dabei. Er ist so diese Art von Anime-Charakter, die den Wurf wirft und sich dann beim Wurf schon umdreht, weil er ganz genau weiß, wie heftig er ist. Und das ist ganz schön krass, weil nicht einmal in der NBA klappt das so easy. Wie dem auch sei, am nächsten Tag geht es dann so richtig weiter. Erstmal fighten sie aber wieder gegen so ein Filler-Team, wo Krillin und, naja, ich weiß auch nicht, ein 45-Jähriger mitmischt. Gegen dieses Team scheißen die dann auch erstmal so richtig rein. Selbst Kudokos super Passspiel wird hier gekontert, da dieses Team sich eben komplett auf die Defense fokussiert hat. So einfach lässt sich Kagami aber nicht outplayen. Er spielt einfach härter und schneller. Leider sammelt unser Bruder dabei zu viele Fouls. Nach zwei Stück muss er deswegen erst einmal raus. Weil Kuroko dann seine Arme noch mehr strecken kann als Monkey D. Ruffy, können die Side-Character hier auch nochmal scoren. Der eine von denen packt sogar den Kareem-Hook aus. Und der andere Bruder hat einfach mal so das Byakugan und kann alles auf dem Feld sehen. Und das, obwohl der andere Typ im Team eigentlich Hyuga heißt. Zusammen mit Kuroko schaffen sie es also hier sogar ohne ihren Star das Spiel zu gewinnen. Doch das Ganze war ziemlich kräftezehrend und sie müssen hier direkt gegen Midorimas Team ran. Da sie bei diesem Spiel aber Balls Deep rangehen, können sie hier direkt scoren. Aber gut, Super Saiyan Green Boy kann sie dann auch ziemlich schnell stoppen. Weil aber unser eigener Brillenboy sich nochmal revanchiert, kann keiner in der Anfangsphase so wirklich das Momentum für sich gewinnen. Also trifft Jeff Curry danach einfach mal so einen tiefen Dreier. Kuroko hat das Ganze aber gerochen und holt direkt zum Gegenschlag aus. Weil Kuroko diesen Konter also immer wieder und wieder machen würde, zögert Midorima hier mit seinem Wurf. Ich verstehe zwar auch nicht genau warum, weil rein logisch betrachtet können sie das Ganze 100 Mal nacheinander machen und dann würde es irgendwann 300 zu 200 stehen. Aber ja, Midorima macht hier trotzdem eine Pause. Dadurch kann sein Homie Takao aber auch langsam die Pässe von Kuroko kontern. Also muss Seiren schnell auf eine neue Idee kommen, weil es sonst ziemlich schlecht für sie aussieht. Außerdem schießt Midorima mittlerweile so tiefe Dreier, dass selbst Kirito mit seiner Waifu-Range nicht mithalten könnte. Und während er am Werfen ist, kann er auch einfach mal so noch einen ganzen Monolog halten. Hilft wohl nichts. Ich widme mich dir. Sphärenentfaltung. Die endlose Leere. Midorima hat nämlich nun durch sehr, sehr lange Meditation gecheckt, dass 3 Punkte mehr wert sind als 2. Der Bruder hat ja auch so viel Disrespect gegen Seirin, dass er sich in der Halbzeit seine Nägel macht. Sie machen so also immer weiter und weil Kagami einfach Son Goku ist, springt er bei jedem Sprung auch immer höher. So gelingt es ihm also tatsächlich, den Ball zu berühren und so Midorimas Wurf zu korben. Also nein, er punktet hier nicht. Ich habe zwar gesagt, er wurde gekorbt, aber ich meine das eher wie in einer Beziehung. Also hat er nicht gepunktet und... Ja, ich weiß auch, der Witz war nicht wirklich so gut. Egal, wie dem auch sei. Er übernimmt hier einfach alles alleine und so kommen sie wieder ran. Doch dieses ganze Manöver kostet enorm viel Energie. So viel, dass er nach einer Weile nicht einmal mehr springen kann. Weil er hier auch alles alleine lösen wollte, bekommt er eine von Kuroko geklebt. Er macht ihm auch hier klar, dass der Spaß viel wichtiger ist als eben der pure Sieg. Zu ihrem Glück hat er auch hier noch einen Weg gefunden, wie sie das Spiel doch noch drehen können. By the way hat Kagami auch nur noch 2 Supersprünge übrig. Den ersten benutzt er also hier zum Blocken. Was auch gleichzeitig ein Bluff ist, um eben das andere Team glauben zu lassen, dass er noch bei Kräften ist. Und dann Kuroko absoluten krassen Schlagpass kann Kagami den anderen Supersprung zum Danken benutzen. Dieser Dank lässt auch ein Feuer bei eben Seiren entfachen und so geht das Momentum zu ihnen über. Womit der Punkteabstand auch nun ziemlich eng wird. Doch Midorima scheint Klatsch wie gesagt Steph Curry höchstpersönlich zu sein. Das gleiche gilt aber hier auch für unseren Reggie Miller. Mit also nur noch 3 Sekunden auf der Uhr scheint Seiren hier wirklich gewonnen zu haben. Doch Midorima bekommt dann den Ball und redet für verfickte 30 Sekunden mit Kagami. Ja, also keine Ahnung, das Gespräch war wohl im Raum von Basket und Ball, weswegen Midorima genug Zeit hatte, seinen Jump zu juken und so das Spiel zu entscheiden. Aber Kuroko Abi hat mit einem weiteren Sprung von Kagami gerechnet und konnte das Ganze doch nochmal verhindern, weswegen sie wirklich gewinnen. Beim Swimmingpool Trainings-Arc kommt es dann dazu, dass alle fast sterben, weil sie von Momoi, Kurokos Freundin, scharfen Geschützen überrascht werden. Ihr nächster Gegner ist eben auch ihre Schule. Sie ist auch nicht auf die Schule von Kuroko gegangen, weil der andere Typ der Generation der Wunder ein Fall für sich ist und sie babysitten muss. An sich ist sie auch ziemlich krass, weil sie eben alle Stärken und Schwächen von den ganzen Spielern kennt. Auch Kagami trifft eine Weile später auf den Kobe Bryant von Kuroko no Basket, nämlich Aomine. Damals haben Kuroko und Aomine auch ein übertriebenes Duo gebildet, doch irgendwas scheint zwischen ihnen vorgefallen zu sein.
Und ja, Kagami wird dann auf dem Court absolut von diesen Typen gekorbt. Weil Aomine zu gut ist, hat er auch den Spaß am Basketball verloren und ist deswegen nun ein richtiger Fiesling geworden. Da ihm seine große Liebe damals langweilig wurde, hat er selbst das Training gecuttet. Und dazu kommt noch, dass die Gegner von ihm auch angefangen haben, die Spiele aufzugeben. Womit er zu dem Schluss kam, dass der Einzige, der ihn schlagen kann, er selbst ist. Doch Kagami ist fest entschlossen, diesen Typen noch eine Lektion zu erteilen. Kommen wir damit also zum Spiel zwischen Seiren und Toho in der Vorrunde der Inter High. Aomine meldet sich dabei aber ab und kommt erst zur zweiten Hälfte dazu. Aber verdammt, ihr Captain Brillenschlange Schmalauge ist auch extrem krass unterwegs. Das ganze Team funktioniert auch ohne Aomine ziemlich gut. Sie spielen hier zwar alle nur 1 gegen 1 und nicht als Team, aber Seiren kann damit überhaupt nicht mithalten. Weil Momo auch alle Spieler kennt, hat sie Strategien bereitgelegt, damit alle unsere Boys hier gekontert werden. Gegen Kuroko ist das Ganze aber nicht so einfach. Deswegen liebt sie ihn ja, weil er eben undurchschaubar ist. Er packt also hier seinen neuen Pass aus. Leider hat Kagami dabei immer noch Schmerzen bei seinen Extremsprüngen. Selbst der Trainer von Toho mit seiner Eisenlocke weiß nicht, was er gegen diesen Typen unternehmen soll. Weil Riko dann aber bemerkt, dass Kagami seinen Körper mit seinem Spiel zerstört, nimmt sie ihn erstmal raus. Er wird hier getaped und danach geht's weiter. Auch Aomine trifft dann mal endlich ein. Und Mann, der Junge haut hier auch wirklich rein. Das Ganze lässt Kagamis Feuer hier so richtig entfachen. Mit Kurokos 300 km/h Pass können sie dann scoren. Würde ich sagen, aber Aomine revanchiert sich hier. Womit auch das dritte Viertel beginnt. Kuroko muss sich dabei erst einmal regenerieren. Aomine macht nur noch ernster und outplayed Kagami vollständig. Auch die Kavallerie hat hier gegen seine Kobe-mäßigen Fadeaways keine Chance. Aomine spielt so dermaßen mit Kagami, dass es fast so wirkt, als würde er Kagami aus dem Leben tanzen. Und ja, ich habe ja gesagt, der Typ ist Kobe. Selbst hinter dem Korb schafft er es immer noch zu scoren. Der Bruder kann einfach von überall aus werfen. Der Typ ist so gut im Korben, dass er sogar Waifus aus anderen Animes mit seiner Range korben könnte. Schon als Kind war er extrem krass und hat immer so gespielt, wie sein Instinkt es ihm geraten hat. Ey, der Typ macht sich einfach selbst eine Challenge, indem er einfach bei seinem Wurf fast auf den Boden fällt. Seiren geht hier gegen Aomine also so krass unter wie damals Barcelona in der Rückrunde gegen Liverpool. Ich meine, schaut euch mal diesen vercrackten Wurf an. Wie zum Teufel kann man den denn bitteschön reinmachen? Kuroko kommt also hier wieder zurück in die Partie und kann mit seinem Pass absolut gar nichts ändern, weil Aomine halt the real deal ist. Er dribbelt hier an jedem Spieler einzeln vorbei und nimmt selbst unserem Pärchen absolut die Ehre. So geht das Spiel also weiter und Seiren geht komplett unter. Kuroko tut zwar alles, um Aomine zu beweisen, dass sein Basketball der Spaß macht, der richtige ist, aber seine Anime-Hauptcharaktere-Kräfte funktionieren hier nicht wirklich, womit Seiren das Spiel mit über 50 Punkten Abstand verliert. Damit geht es also hier direkt zurück ins Training, denn noch ist nichts verloren. Die Inter High können sie sich zwar abschminken, doch es gibt hier noch den Winter Cup, bei dem sie immer noch mitmachen und eben gewinnen können. Außerdem kehrt ihr alter Ass-Spieler Teppei auch zurück. Ja, aber so krass kann er nicht sein, weil was ich von dem Anime gelernt habe, ist eben, dass wenn du bunte Haare hast, bist du krass, wenn nicht, dann eben nicht. Die Erfahrung mit Aomine hat Kagami auch hier den Blick fürs Wesentliche verlieren lassen, weswegen er nun komplett verbissen und egoistisch spielt. Aizen-Senpai möchte natürlich Teppei Kagami wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, was hier aber nicht klappt. Kuroko hat aber hier sofort erkannt, was mit Kagami los ist. Dieser hat nämlich verstanden, dass sie eben alle einzeln besser werden müssen, um eben als Team zu wachsen. Kagami war also gar nicht egoistisch, er hat nur an sich gearbeitet und wollte eben, dass alle dabei mitziehen. Wie dem auch sei, es geht hier also ins Trainingslager. Ja, die laufen hier am Strand rum, um krass zu werden, eben eine Kickers-Referenz. Da die Shutoku-Boys ebenfalls in diesem Resort sind, können sie auch gleich beim Training mithelfen. Midorima kann ihnen dabei klar machen, dass Kuroko einen Weg finden muss, auch selber Punkte zu machen. Währenddessen steht auch Kagami sein Körper. Riko hat das Ganze nämlich alles nur veranlasst, damit dieser seine Sprungkraft noch mehr trainieren kann. Midorima macht dann aber auch Kagami bei ihren kleinen Sparring klar, dass das Ganze hier alleine niemals reichen würde. Kagami ist nämlich viel zu durchschaubar mit seinen Dunks. Weil er eben nur mit der linken Hand danken kann, muss er daran arbeiten, um dieses Defizit loszuwerden. Auch Kuroko nimmt sich hier Midorimas Worte zu Herzen und möchte einen neuen Spielstil entwickeln. Da unsere Boys zwar raus sind, aber sich für den Wintercup vorbereiten müssen, schauen sich auch hier das Spiel zwischen Kiese und Aomine in der Inter High an. Kiese ist übrigens auch ein richtiges Sportass, er war schon immer an allem gut. Jedoch wurde ihn dann irgendwann mies langweilig. Aomine war dabei derjenige, der sein Feuer wieder entfacht hat. Demnach ist er hier extra motiviert, es Aomine endlich zu beweisen. Aomine gewinnt zwar bei ihrem Battle sofort die Oberhand mit seinem Stil, aber Kiese ist wie Kakashi und kopiert hier den Dreierschützen von Toho, um zu scoren.
verloren, was aber nicht klappt, weil Aomine wieder dran ist. Der Captain von Kiesel hilft dabei mit, aber das Ganze juckt Aomine nicht wirklich. Er faked hier einen Pass und zieht die gleiche Nummer bei Kiesel wie bei Kagami ab. Doch dieser kann hier mitziehen und es kommt sogar zum Block. Die Side-Character hauen dann auch so richtig rein, aber Aomine ist und bleibt immer noch eine Wucht. Kiesel bleibt hier aber fokussiert und kommt Aomine immer näher. Er ist auch hier so verbissen, weil Aomine der einzige Spieler ist, neben Kuroko, den er nie wirklich kopieren konnte. Er hat auch verstanden, dass er aufhören muss, ihn als Vorbild zu sehen, um ihn eben als Rivalen zu akzeptieren. Er möchte es endlich schaffen, ihn zu kopieren, doch das Ganze dauert noch ein bisschen, weswegen ihr Team ordentlich auf den Sack bekommt. Im dritten Viertel kommt er dann seinem Ziel schon weitaus näher. Toho kann ihn deswegen nur noch mit Faust stoppen. Aomine gibt aber literally keinen Fick. Er scoret einfach locker aus der Hüfte. Weil Kieses Team ihn aber immer noch im Spiel hält, erweckt es hier etwas völlig Neues in ihm. Der Einzige, der Aomine schlagen kann, ist hier er selbst. Also wird Kiese einfach zu ihm. Und so kommt er auch endlich an Aomine vorbei. Dieser Schock führt zu einem V-Play, den Kiese natürlich verwandelt. Die Show geht danach genauso weiter und Kiese zeigt Toho mal, wie es ist, die Aomine-Medizin schlucken zu müssen. Das Original ist und bleibt aber besser. Das Battle zwischen den beiden geht jetzt also so richtig erst los. Nach und nach geben sie sich ordentlich was auf die Fresse. Dabei übertreibt es Kiese aber und verletzt sich am Knöchel. Doch mittlerweile sind sie nah genug dran, um das Spiel vielleicht doch noch zu drehen. Kiese holt dabei zum Wurf von Aomine aus, den er eben gepult hat. Jedoch glaubt er an die Kraft der Freundschaft und möchte den Ball abspielen. Letztendlich kann Aomine das aber auch blocken. Es war nämlich zu vorhersehbar, da Aomine selbst so einen Pass niemals spielen würde. Und gleich danach wird Kiese sogar höchstpersönlich von Aomine in den Korb reingedrückt, womit Toho auch wieder gewinnt. Der Schmerz über die Niederlage liegt zwar schwer auf ihn, doch auch Kaijo ist schon bereit für den Winter. Was natürlich hier auch für unsere Boys von Zeren gilt. Bevor es aber so richtig weitergeht, geht Kagami back to the roots, wie in seiner Zeit, als er in Amerika war, und spielt ein Street-Basketball-Turnier. Dabei trifft er auch auf Tatsuya, seinen K-Pop-Looking-Ass von Bruder. Damals war unser Boy nämlich in America als Japaner ziemlich lost unterwegs. Tatsuya zeigt ihm dabei Basketball und so konnte er Mittel finden, um mit den anderen Leuten zu connecten. Sie hatten damals zwar keine Sakeschalen, aber dafür Ringe und so wurden sie zu Brüdern. Bei ihren Basketball-Battles hatten sie irgendwann den Stand 49 zu 49. Sollte Tatsuya also nur noch ein Spiel verlieren, würde er sich nicht mehr Bruder nennen wollen. Weswegen Kagami sich beim Spiel zurückhielt. Tatsuya drehte dann durch und sagte, dass wenn Kagami das nächste Mal verlieren würde, sind sie wirklich keine Super Mario Brothers mehr. Kagami musste danach aber leider nach Japan zurück, weswegen ihr Entscheidungsmatch noch aussteht. Das Ganze würde auch jetzt passieren, aber Murasakibara stoppt ihr ganzes Match. Und ja, er hat lila Haare, weil er ebenfalls einer der Wunderheinis ist. Die Auseinandersetzung wird hier aber auf den Wintercup verlegt, weil der Regen eben Stress schiebt. Wieder back beim Training ist auch Momoi am Start, was daran liegt, dass sie eben Streit mit Aomine hatte. Er ist nämlich sauer, weil Momoi gepetzt hat, dass er verletzt ist und er deswegen das Interhigh nicht zu Ende spielen konnte. Die Generation der Wunder ist nämlich so talentiert, dass ihre Körper eben noch nicht mit dem ganzen Talent mithalten können, weswegen es auch zu Verletzungen kommt. Als Kuroko sie dann nach Hause bringt, gibt er ihr ein kleines Geschenk. Er zeigt Momoi nämlich seine neue Technik. Wir sehen zwar nicht komplett, was passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kuroko sie geschwängert hat. Wie dem auch sei. Damit kommen wir also zur Quali für den Wintercup, wo unser Team gegen die Yosei ran muss. Ja, ein stinknormales Team halt. Wenigstens können wir dabei sehen, dass Tepe noch vor Nikola Jokic übelst die Center Point Guard Skills raushängen lassen hat. Weil Kagami aber immer noch der Star von diesem Team ist, versenkt er einen so kranken Dank, dass alle der Wundergeneration spüren, dass ein neuer Spieler an ihre Tür klopft. Also nein, jetzt ohne Scheiß, die haben wirklich Kagamis Königshaki einfach mal so wahrgenommen. Auf jeden Fall geht's so erstmal weiter. Ihr Training trägt Früchte und die ganzen Teams in den Vorrunden gehen alle unter. By the way, gibt's in diesem Anime auch eine Generation der Wunder auf Wish bestellt. Also wirklich eine Generation der Wunder, die aber nicht so krass ist. Tepe gehört ebenfalls zu denen, aber das kann uns ja egal sein. Er trifft auch auf einen der Bootleg-Generation der Wunder, gegen den er das letzte Jahr ran musste und ja, der Typ war auch verantwortlich für seine Verletzung. Erst einmal kommt es hier aber zum Rematch zwischen Kagami und Midorima.
Bei diesem Match geht es also sofort heiß los. Es kommt wirklich ein Stil nach dem nächsten. Selbst Midorimas Wurf wird direkt geblockt. Kagamis Sprünge sind nämlich mittlerweile so krass, dass Midorimas Wurftechnik nicht mehr mithalten kann. Midorima hat aber in der Offseason seine Ausdauer trainiert. Seine Antwort auf Kagami ist es nämlich, so viel zu werfen, bis Kagami eben nicht mehr kann. Selbst bei Midorimas Jukes kann Kagami noch reagieren. Weil Kuroko genau wusste, dass das passieren würde, kann er auch hier einen schnellen Fastbreak spielen. Midorima fängt also an zu faken und auch Tepe kommt ihm hier zur Hilfe. Aber Green Hair Boy hat seinen Charakter weiterentwickelt und kann jetzt sogar Pässe spielen. Ja, er hat die Kraft der Freundschaft ebenfalls freigespielt. Außerdem kennt dieses Team ja schon Kurokos Unauffälligkeit. Demnach wirkt sie nicht mehr so gut und er geht auf die Bank. Das Doppeln von Midorima in der Defense funktioniert dann zwar, aber so können die anderen ja scoren. Seiren versucht es hier also mit blitzschnellen Angriffen, um dabei mithalten zu können. Das Ganze kostet aber enorm viel Kraft und Midorima hat genau darauf gewartet. Auch Bootleg liefert hier einen komplett smoothen neuen Passmove, der in 3 Punkte resultiert. Midorima kommt hier also so richtig in Fahrt und wie versprochen hält er länger als Kagami durch. Aber keine Sorge, Kuroko ist mittlerweile auch ready für seine neuen Stuff. Er geht hier sogar ins 1 gegen 1, denn dieser Bruder hat einfach mal so die verfickte momentane Teleportation gelernt. Und damit ist er wirklich unaufhaltbar. Zusammen mit seinen Steals hauen sie so einen 8-0 Run hin. Auch sein Bro hält hier mit und entjungfert sogar 2 Spieler auf einmal. Das gleiche kann Midorima dann aber auch tun. Es kommt also zu einem offenen Schlagabtausch, wo beide Mannschaften nicht damit aufhören können zu punkten. Es kommt also zur Schlussphase und Kuroko macht Son Goku hier einfach nur stolz. Weil Tepe aber angeschlagen ist, wird er aufgehalten und es kommt zu Freiwürfen. Den ersten macht er dabei natürlich, doch der zweite geht daneben. Aber Kagami bekommt hier den Rebound und geht ins direkte Duell mit Midorima. Leider läuft dabei die Zeit ab und es bleibt beim Unentschieden. Noch ist aber nichts verloren, da sie eben noch Chancen bei ihrer Qualifikation haben. Fürs Erste gibt es dann einen Flashback von dem ganzen Side-Character, wo wir sehen, dass Hyuga eine Zeit lang ein Tokyo Revengey Boy war. Tepe konnte sie damals auch überzeugen, wieder Basketball zu zocken und so gründen sie ein Team. Auch wenn die Generation der Wunder gewaltig ist, konnte Tepe seinem Team die Angst nehmen, wodurch alle wieder zusammen in den Krieg ziehen wollen. Und ganz ehrlich, Jungs, stellt euch mal nicht so an. Ich meine, ihr müsst im Grunde genommen nur Basketball spielen und es ist ja nicht so, als müsstet ihr auf CGI-Fan in den sicheren Tod reiten, weil ein pitschender Riesenaffe auf euch wartet. Das, meine Damen und Herren, ist wahrer Horror. Naja, jedenfalls waren sie beim Turnier vom letzten Jahr ziemlich gut, bis Tepe eben extra verletzt wurde. Und ohne ihn hatten sie dann gar keine Chance. Aber diese Saison ist ihr Revenge-Jahr. Besonders Kuroko möchte hier alle auseinandernehmen. Im entscheidenden Spiel tippt er sich also rum und eliubt sein Team in Richtung Sieg. Doch genauso wie damals gegen die Pistons bekommt es unser Michael Jordan hier mit schmutzigen Tricks zu tun. Auf diese Weise können sich die anderen doch nochmal im Spiel halten. Ihre ganzen Fouls provozieren Kagami auch dermaßen, dass er sogar zulangen wollte. Kuroko ist aber auf dem und abseits vom Spiel extrem klatsch und hält ihn auf. Tepe besteht dann darauf, alleine Inside zu spielen, um eben alle Ellbogen zu tanken und dann auch zu scoren. Tepe, du bist nur ein Nebencharakter ohne Special Haarfarbe, aber wirklich, du bist ein wahrer Mann. Und ich weiß auch nicht, nach einer Weile sieht er dann so aus, als hätte er im Turnier der Kraft mitgefetzt. Doch selbst ein Ellbogen straight in seine Fresse kann ihn hier nicht aufhalten. Kuroko nimmt das Ganze also persönlich und passt mit Demon Slayer würdigen schönen Animationen. Ja, also das Gimmick von dem Team ist ja, dass sie dreckig spielen. Das Ganze wird doch die ganze Zeit so ausgespielt und nach ganz vielen blauen Flecken kommt es dazu, dass Hyuga mit einem fetten Dreier sein Trauma besiegen und dieses Team schlagen kann. Womit sie nun für den Wintercup qualifiziert sind. Als kleine Belohnung geht es dafür auch in die heißen Quellen. Nicht nur tauchen dabei auch die Toe Boys auf, nein, sie sind auch die ersten Gegner von Seren im Wintercup. Und auch wenn Rico es hier nicht mit Momoi mithalten kann, steht sie hier ihre Ehrenfrau. Nach dieser ganzen Kriegserklärung haben sie aber noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Spiel. Ricos Vater lässt unser Team dabei auch Assassination Classroom mäßig im Wald trainieren. Das Ganze geht dann einen Monat, während Kagami einen fetten Trainingsarc in Amerika hat. Die anderen Wonder Boys sind dann übrigens auch sehr fleißig. Nach einem Monat kommt es also hier zum Wintercup und Akashi, der letzte der Wundergeneration, ruft vorher ein Meeting aus.
Kagami möchte dabei natürlich auch mitmachen. Kakashi zeigt ihm dabei auch, dass er der wahre Super Saiyan Gott ist. Danach schneidet er sich die Haare und der Typ hat auch zwei verschiedene Augenfarben. Ja, das nenne ich mal einen wirklich weird-ass ersten Auftritt. Wir verschieben den Typen lieber erstmal auf später. Denn nun gibt es die volle Konzentration auf das Rematch gegen Toho. Dabei hauen unsere Boys auch richtig rein und können die ersten Akzente setzen. Würde ich jedenfalls sagen, aber Toho ist und bleibt eine Wucht. Denn Saiyan ist nicht das einzige Team, was eben beim Training fleißig war. Aber Kuroko wird dann wirklich zum Super Saiyan Blue und feuert ein verdammtes Kamehameha ab. Nicht mal Aomine kann das hier stoppen. Und ich stelle mir die Frage, ob sie überhaupt noch Basketball spielen. Sie liefern sich hier auch ein richtiges Vor und Zurück. Aber wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch einfach nur sehen, wie sich eben Aomine und Kagami fetzen. Weil Kagami aber ganz genau weiß, dass er keine Chance im 1 gegen 1 hat, weicht er diesem erstmal aus. Hyuga macht dabei aber zum Glück auf richtigen Captain und hittet Toho mit einem Luka Doncic Step Back. Diesen Move von ihm könnt ihr auch einfach nicht stoppen. Wie, naja, meine Phoenix Suns letzte Saison Luka Doncic auch nicht stoppen konnten. Hyugas Verteidiger hat aber irgendwie die Fähigkeit, dass, wenn sein Gegner krass ist, wird er auch krasser, deswegen er scoren kann. By the way, wir erfahren dann auch mal, dass Kurokos Vanishing Drive so gut funktioniert, weil er den Blickwinkel seines Gegners ausnutzt und outplayt. Außerdem benötigt er auch Kagami, um seine Irreführung durchzuziehen. Genau diese Taktik funktioniert dann aber nicht gegen Big Bro Aomine. Er kontert Kuroko nämlich, indem er die Augen schließt. Was aber auch nur funktioniert, weil er seinen alten Homie eben gut kennt. Er kontert ihn also aus und selbst sein Kamehameha kann Aomine nun einfach abfangen. Kuroko bricht hier also komplett zusammen und, keine Ahnung, Aomine spielt eigentlich nur noch mit ihnen. Unser Boy geht erstmal auf die Bank und droppt dabei auch wirklich männliche Tränen. Kagami macht ihn hier aber klar, dass er seinen Rücken hat. So gelingt es ihm auch tatsächlich, an Aomine ranzukommen. Rikos Vater erkannte auch schon vorher, dass Kagami sich durch Kuroko nicht voll entfalten konnte. Nun, da er auf sich alleine gestellt ist, wacht in ihm das wahre Biest auf. Was natürlich auch Aomine noch mehr motiviert. Er passt sich dabei einfach mal den Ball selbst zu und kann so wieder mal punkten. Kagami kann dabei aber endlich mithalten. Ja, ihr ganzes Basketballspiel wird dabei legit zu einem Dragon Ball Z-Fight. Und Kagami beginnt genauso wie Aomine formlose Würfe zu nehmen. In der zweiten Hälfte geht es mit dieser Auseinandersetzung genauso weiter. Nur vergesst ihr dabei eben, dass Kuroko auch noch da ist. Doch auch für ihn hat Momoe eine passende Antwort parat. Er wird nämlich nun von Choichi verteidigt. Weil er keine Augen hat, funktioniert seine Irreführung nämlich nicht mehr. Okay, nein, das ist nicht der Grund. Um Kuroko nämlich zu knacken, muss man nur den Spieler beobachten, mit dem Kuroko zusammen spielen möchte. Choichi kann ihn aber nur erfolgreich verteidigen, weil er eben so gerissen ist. Auch der Stepback von Hyuga wird dabei durchschaut. Und wie ihr wisst, bleibt Aomine immer noch der King auf dem Court. Ihr Kampfeswille ist aber ungebrochen. Sie sehen nämlich immer noch einen Weg zum Sieg. Und irgendwie können sich dann die anderen auch teleportieren. Das ist nämlich Kurokos Misdirection Overflow. Also, nein, und Spaß, das heißt wirklich so. Wenn seine Irreführung nämlich abläuft, können die anderen auch irgendwie untertauchen. Warum, fragt ihr euch? Da Kuroko die ganze Zeit nicht zu spüren war, ändert es ja hier den Flow, dass er eben wahrgenommen werden kann und deswegen funktioniert das. Sie können zwar ein Comeback hinlegen, aber das Ganze ist völlig egal, da Aomine wieder Spaß am Spiel gefunden hat. Deswegen können sie einfach nicht aufholen. Selbst zusammen können sie Aomine einfach nicht stoppen. Weil Kuroko Aomine dann aber ablenken kann, fängt er an zu verfehlen. Doch das Ganze lässt hier etwas enorm Böses in ihn aufwachen. Er kommt nämlich hier in die legendäre Zone. Der Status, den man eben erreicht, wenn man voll und ganz ins Spiel versinkt. Dieser Aomine ist auch absolut brachial. Mit seinen Super Saiyan 2 Blitzen in den Augen kann er einfach alles machen, was er will. Doch in dieser Notlage wacht auch etwas in Kagami auf. Und so fetzen die beiden sich nun wirklich so krass, als wären sie im verdammten Krieg. Weswegen Aomine auch zum ersten Mal seit sehr langem wieder richtigen Spaß empfindet. Kagami scheint hier aber noch höher hinaus zu wollen. Er gewinnt hier also die Oberhand, weil er nicht nur für sich alleine, sondern für alle spielt.
Aomine ist zwar alleine, aber trotz allem ist er noch ein absolutes Basketball-Genie. Mit 15 Sekunden und 3 Punkten Rückstand sieht es nun extrem schlecht aus. Kagami übernimmt also Verantwortung und drückt Aomine einfach mit ihm zusammen in den Korb. Würde ich sagen, doch Kageyama macht auf Teamplayer und so kann Tepe mit einem Foul punkten. Da sie aber nicht genug Energie für eine Verlängerung haben, wollen sie den Wurf absichtlich daneben hauen, um im Anschluss 2 Punkte zu machen. Kagami gewinnt dabei sogar den Rebound, wird aber von Aomine geblockt. Ihr eigener Fastbreak wird dann aber von Kuroko aufgehalten und mit seinem Pass kann Kagami es hier tatsächlich schaffen, Aomine zu beweisen, dass es doch jemanden gibt, der ihn schlagen kann. Mit diesem Sieg können Aomine und Kuroko auch ihren ganzen Streit hinter sich lassen und wieder Homies werden. Kagami wird für diese absolute MVP-würdige Leistung auch ziemlich belohnt. Ja, das hier ist Alex und sie ist quasi Kagamis Basketball-Sensei. Da sie natürlich auch 2 große Basketballer... Und nein, das ziehe ich jetzt nicht ab. Sie ist nun in Japan, weil sie sehen möchte, wer bei dem Match zwischen Tatsuya und Kagami gewinnt. Kuroko bleibt hier auch fleißig und möchte Aomine darum bitten, ihm das Werfen beizubringen. Nach diesem kleinen Mini-Trainings-Arc geht es also hier weiter mit dem Winter Cup. Vorher gibt es aber noch ein kleines Filler-Match. Ja, die Side-Charaktere hauen hier rein und unsere Boys bekommen eine Pause. So kommen sie also weiter. Und auch der nächste Gegner ist dann kein Problem für Seren. Womit wir also endlich zum Battle gegen Yosen kommen. Und Mann, dieses Match fühlt sich hier legit an wie eine Folge Attack on Titan, da Murasaki Barra einfach ein Riese ist. Aber genau wie Eren tut Tepe hier alles, um sich gegen dieses Monster durchzusetzen. Das Scoreboard sieht dabei aber ziemlich kacke aus. Wie wir aber wissen, hatte Kuroko einen heftigen Trainingsarc mit Kobe höchstpersönlich gehabt. Und um seine Legacy zu ehren, ist er hier. Und macht die ersten Punkte. So kann er den Riesen trotz seiner Größe auf Levi angelehnt immer wieder bezwingen. Sie kommen so also wieder ran und Kuroko nimmt sich hier erstmal eine Pause. Leider legt dabei Tetsuya auch so richtig los und kann Kagami komplett stehen lassen. Wir erfahren hier auch, dass er eigentlich nur möchte, dass Kagami nicht mehr sein Bro ist, damit diese sich eben gegen ihn nicht zurückhält. Und genauso wie Kuroko, naja, ich weiß auch nicht, lässt er den Ball bei seinem Wurf einfach so mal verschwinden. Zum Glück kann Seren aber mit ihrem Adlerauge die Verteidigung von Yosen brechen und Tepe den Weg zum Punkten eröffnen. Langsam aber sicher können sie hier den Riesen immer wieder austricksen. Durch seine kleine Pause versteht Kagami hier auch, dass er alles geben muss, auch wenn er hier gegen seinen Bruder ran muss. Gegen Lila Hair Boy reicht das dann aber nicht wirklich aus. Dabei zeigt Tepe aber, dass er doch ziemlich krass ist, aber danach bricht er leider zusammen. Er beißt sich hier aber durch, womit Seren weitermachen kann zu punkten. Was aber hier den Titan erst so richtig aufgeweckt hat. Er geht nun auch in die Offensive und ist so unaufhaltbar, dass sogar der Rückstoß von seinem Sprung die Jungs fast umbringt. Das Problem bei dem Typen ist auch, dass er ziemlich schnell wieder in die Defensive wechseln kann. Mann, der Bruder zerstört hier auch einfach mal so den CGI-Korb. Ja, der Typ ist wohl der wahre Shaquille O'Neal. Kagami und Tepe wirken im Gegensatz zu dem Typen hier wie kleine Grundschüler. Weil Tepe damit auch die Kräfte ausgehen, muss er sich erstmal wieder auf die Bank setzen. Kuroko hat hier aber noch eine Rechnung mit seinem alten Freund offen. Da Murasaki Barra eben glaubt, dass Fleiß alleine nichts bringen würde. Kuroko glaubt aber fest daran, dass Fleiß irgendwann immer das Talent besiegen wird. Sie probieren also hier eine neue Defensive aus, damit Kuroko stehlen und eben schnell punkten kann. Dieses Teamplay lässt Tepe sogar männliche Tränen droppen. Er erkennt nämlich hier, dass sie ein wahres Team geworden sind. Tatsuya pfeift aber darauf und dribbelt sie alle aus dem Leben. Selbst Kuroko kann hier keinen Stil ansetzen. Kagami versteht hier aber, dass er seinen Block verzögern muss, um den Wurf von Tatsuya abzuwehren. Das Ganze klappt dann aber nicht, weil Tatsuya genau diesen Move von Kagami erwartet hat. Der Anfang des vierten Viertels geht demnach komplett an Yosen. Kagami sieht hier nur noch die Hoffnung darin, wieder in die Zone zu kommen. Weil er es jedoch zu sehr zwingt, klappt das Ganze natürlich nicht. Kise kann ihn hier mit seinen Worten aufwachen lassen. Und so kommen sie wieder langsam in den Flow von diesem Spiel. Wodurch es ihnen dann doch nochmal gelingt, tatsächlich wieder in die Zone zu kommen, da er das Ganze eben nicht erzwungen hat. Sein Bruder dreht dabei zwar ebenfalls richtig auf, aber Kagami kann nun noch höher springen und so eben blocken. Selbst seine Range ist absolut Klay Thompson würdig. Auch Yosens Tornado wird hier easy peasy gekorbt. Der
Titan wird so tatsächlich zu Fall gebracht. Kagami ist ein absolutes Monster geworden und Murasaki Barra wirkt im Anblick zu Kagami wie ein Zwerg. Unser Boy bleibt hier länger in der Luft, als Michael Jordans Prime angedauert hat und dreht den Spieß um. Yosu's Bang schiebt sich demnach ziemlich viel Stress. Zu ihrem Glück macht Murasaki Barra nun aber wirklich ernst, weil er seine Haare nun wie ein wahrer Samurai trägt. Tatsuya kann hier sogar seinen Stolz runterschlucken, dem 1 gegen 1 ausweichen, damit Murasaki Barra das Spiel hier entscheiden kann. Doch dieser passt ebenfalls und zusammen können sie Kagami bezwingen. Und auch Teppei kommt trotz seiner Verletzung wieder zurück ins Spiel. Auch wenn er damit ein extrem hohes Risiko eingeht, will er seinem Team helfen. Womit er auch hier Tatsuyas Mirage-Shot aufhalten kann. Tatsuya kann zwar den Fake von Teppei durchschauen, doch das Ganze hat er extra getan, um sich eben von seinen Mates helfen zu lassen. Kagami trifft dann zwar nicht, aber Teppei wird zum MVP und Hyuga versenkt dabei den wichtigen Dreier. Noch ist hier aber nichts vorbei. Auch in Murasaki Barra erwacht langsam die Zone. Zusammen können Teppei und Kagami ihn dabei aber stoppen. Doch leider ist der Bruder einfach mal Usain Bolt-mäßig unterwegs. Kagamis eigene Zone ist zwar abgelaufen, aber er beißt sich hier durch. Und auf diese Weise kann er mit einem verfickten Meteor-Jam das Ding reinjallern. Mit nur noch 4 Sekunden auf der Uhr ist Zeren damit in Führung. Murasaki Barra ist aber schon unterwegs, um zu kontern. Doch auch er hat nicht mehr genug Kraft für einen Sprung. Dieses Zeitfenster reicht dabei aus, damit Kuroko höchstpersönlich einen freshen Block hinlegen kann. Unser Boy hat hier einfach den Sieg nach Hause geholt. Und nach so einem geilen Spiel muss sogar Murasaki Barra erstmal in sein Handtuch reinweinen. Tatsuya und Kagami sind zwar nun keine Brüder mehr, aber Kuroko kann an Kagami klarmachen, dass auch Naruto und Sasuke Brüder als eben auch Rivalen waren, weswegen sie sich hier nochmal versöhnen können. Würde ich sagen, jedoch wird Tetsuya dann zusammengeschlagen. Ja, keine Ahnung, der Typ hier denkt einfach erst in einen Battle-Shonen-Anime oder so. Zum Glück wird der Rowdy dann aber von Kise aufgehalten. Sein Name ist Heisaki und auch er war damals Teil der Teiku-Akademie, also da, wo die Generation der Wunder am Ballen waren. Eigentlich pfeift er auch auf Basketball, aber er möchte nun beweisen, dass die Generation der Wunder nicht so toll ist, wie eben alle denken. Kises Team muss sich ihm also als nächstes stellen, um eben ins Halbfinale einziehen zu können. Und nicht nur rockt Heisaki miese Dreads, nein, er ballt auch genauso wie DeMar DeRozan. Nur das Teamplay hat er dabei nicht so drauf wie dieser. Kises Cap findet diese Einstellung mega wack und zieht deswegen den übeln Ices Dribbling ab. Und mit einer Prise Teamplay gibt es hier auch die Punkte. Und wie ihr bereits wisst, kann Kise ja Kakashi-mäßig Techniken kopieren. Das Problem ist, dass Heisaki das ebenfalls drauf hat. Erstmal sehen wir aber, dass der eine Typ von Keijo... Ach nee, das war nicht das mit Basketball, sondern mit Pfirsichen. Wir sehen, wie der eine Typ von Keijo dann wie ein kleines Mädchen rumwirft. Heisaki hat aber nicht einmal davor Respekt und kopiert diesen Wurf einfach. Dieser Schock über Heisakis Talent lassen sie auch hier die Oberhand verlieren. Was aber eigentlich eher daran liegt, dass Heisaki genauso wie in Space Jam nicht nur die Fähigkeiten kopiert, sondern klaut. Sie können hier nämlich nicht mehr ihre Special Moves abziehen, weil Heisaki den Rhythmus davon ändert und beim Zusehen davon verliert man dann den Flow der eigenen Technik. Wir sehen dann auch, dass Heisaki schon damals ein ganz schönes Arschloch gewesen ist. Und nicht nur hat er Kise gedemütigt, nein, der Typ hat ihn sogar seine Waifu ausgespannt. Und wie es aussieht, hat sich daran heute auch nicht wirklich viel geändert. Wenn das Spiel also so weiterlaufen würde, sieht es danach aus, dass Kise tatsächlich verliert. Sein Talent alleine würde zwar für den Sieg ausreichen, aber er ist noch vom Match gegen Aomine und eben, weil er es beim Training übertrieben hat, angeschlagen. Kuroko Abi steht hier jedoch für seinen Bruder auf und spricht ihm Mut zu. Dadurch kann Kise sich wieder fangen. Er sagt dann, dass die Braut von damals sowieso ziemlich wack war und danach, ja, also wie soll ich sagen, er macht auf Midorima und versenkt einen noch tieferen Dreier, als damals Shakira eingetütet hat, bis dieser das natürlich heftig gefumbelt hat. Kise bedient sich hier der Talente seiner Homies und hat so Aomines vercrackte Würfe, Murasaki Barras Urtitan und natürlich Midorimas Steph Curry würdige Range auf dem Kasten. Das Ganze kränkt hier Heisakis falschen Stolz und er beginnt mit dreckigen Tricks.
Giese juckt das Ganze hier aber mal so gar nicht. Er holt sich hier den Sieg trotz allem, womit das große Rematch zwischen Kaijo und Seiren nun feststeht. Weil das Ganze mit dem Basketball nicht geklappt hat, will Heisakis auch nun Tokyo Revengey-mäßig regeln. Aber Aomine ist so krass, dass er auch das einfach mal so verhindern kann. Wir haben dann auch einen kurzen Filler-Arc, in dem Kagame sich neue Basketballschuhe besorgen muss. Seirens Fokus liegt zwar auf Kaijo, aber ihr potenziell nächster Gegner Rakusan ist auch ziemlich ungemütlich. Die Rakusan High hat nämlich die 5 letzten Großturniere auf Golden State Warriors Dynastie angelehnt gewonnen. Ihr Superteam ist aber auch wirklich insane. Nicht nur haben sie Akashi, nein, sie haben auch 3 der Bootleg-Generationen der Wunder am Start. Doch für dieses Team wird es nicht einfach, ins Finale einzuziehen, da Midorima ihnen immer noch im Weg steht. Da unser Super Saiyan Green seit der Mittelschule noch eine Rechnung mit Akashi offen hat, legt er auch sofort mit seinen Dreiern los. Akashi lässt ihn dabei erstmal machen, doch geht dann auf eine 2-Mann-Deckung über. Also müssen es erstmal die anderen hier regeln. Einer der Bootleg-Generation der Wunder legt dann auch richtig los. Kotaro hat nämlich irgendwie übertrieben starkes Dribbling drauf, was seinen Gegner hypnotisiert. So kommt er immer wieder und wieder vorbei und sie können punkten. Deswegen lässt Midorima auch mal den Dribbler raushängen und vertraut auch seinen Teammates. Doch keine Sorge, seine Limitless Range bleibt brandgefährlich. Akashi ändert demnach seine Strategie und wird aktiver. In der Halbzeit beweist er dabei nochmal, wie krass er ist, weil er zum einen einen One Piece Marine Admiral Mantel trägt und zum anderen lässt er Kagami auf die Knie fallen, denn sein Sharingan ist eben auch nicht ohne. Genau das setzt er nun auch in der zweiten Halbzeit ein und das alleine lenkt Midorima so sehr ab, dass es zum Steal kommt. Ich weiß, das Ganze sieht ziemlich abgespaced aus, als wäre er vom Uchiha-Clan, aber im Grunde genommen kann Akashi einfach sehr gut Spielzüge hervorsehen, weswegen er seinen Gegner so unter Druck setzt. Die Ankles werden hier also anders gebrochen und das Punkten ist dabei nur noch eine Kleinigkeit. So rasiert Rakusan Shutoko vollständig. Auch beim Passfaken kann Akashi alles vorhersehen und Midorima geht völlig unter. Alter, Akashi dribbelt ihr alle so dermaßen aus dem Leben, dass sie sogar zu Boden gehen. Der Typ spaziert einfach zum Korb und auch den Ellbogenpass auf White Chocolate angelehnt hat er hier in seinem Repertoire. Es scheint so, als könnte niemand auf diesem Basketballfeld Akashi aufhalten. Selbst Midorima muss hier vor seinem König niederknien. Dieser verzweifelt also, aber Shutoko hat immer noch ein Ass im Ärmel. Ihr neuer Special Move ist nämlich das absolute Meistern der Kraft der Freundschaft. Da Midorima eben ohne Ball in Wurfposition geht, denn Takao kann einfach mal so in seine verfickte Wurfform reinwerfen und so kann Midorima treffen. Das, meine Damen und Herren, ist so dermaßen abgespaced, dass selbst Simon aus Gurren Lagann geschockt wäre und der Typ hat im Weltraum gegen ein ganzes Universum gekämpft und dem sogar die Fresse versohlt. Naja, jedenfalls kann Shutoko durch diesen ganzen Cheatcode den Abstand verkürzen. Mit diesem Ass kann er Akashi zwar kalt erwischen, aber ein Gott bleibt eben ein Gott. Midorima geht ein weiteres Mal unter und Akashi kann einfach wieder punkten. Wobei, nicht ganz, Midorima kann ihn nämlich hier erwischen und selbst Akashis Pass wird geblockt. So können Takao und Midorima noch einmal scoren. Das Spiel wird hier wirklich knapp und hitzig. Was wird Akashi also tun? Naja, er korbt dann in seinen eigenen Korb, um nochmal klarzumachen, dass seine Mates sich mal den Arsch aufreißen sollen, da sie das Spiel durch den großen Abstand auf die leichte Schulter genommen haben. Sie nehmen das Ganze hier also wieder ernst und gehen in die Offensive. Akashi selbst bleibt hier aber arrogant und macht Midorima klar, dass er den Ball nicht einmal mehr berühren wird. Sie doppeln hier zwar Takao, doch dieser kommt hier durch und mit einem Pass auf Midorima könnten sie hier wieder scoren. Doch Akashi interessiert ihre Kraft der Freundschaft nicht im geringsten. Er hat nämlich durchschaut, dass Midorima immer nur von der gleichen Position aus schießen kann. Der Bruder ist einfach dieser andere Schachspieler. Und weil es eben schon so schön war, lässt er Midorima nochmal hinfallen und richtet ihn einfach öffentlich hin. Dieser Mann ist die Definition von Ehre genommen. Rakusan zieht damit also ins Finale ein. Midorima verabschiedet sich hier auch nochmal mit besonders männlichen Tränen. Wir atmen hier also einmal durch und machen direkt weiter mit Seirin gegen Kaijo. Und verdammte Scheiße, ich weiß nicht wieso, aber Kurokos Teleportation sieht hier noch sexier als vorher aus und auch der Phantom Shot sitzt hier. Leider kopiert Kisen diesen direkt und trifft sofort nach den ersten Punkten von Seirin.
Auch in der Defensive ist er gleich zu Anfang schon voll da. Er kombiniert hier alle Techniken seiner Homies, weswegen ihn nur Kagami aufhalten kann. Doch selbst ihm gelingt dies hier nicht. Die Knöchel werden also anders gebrochen und Kise wirkt übermächtig. Denn auch Akashis Vorhersehungshaki beherrscht er hier zu einem kleinen Teil. Seiden ist aber nicht umsonst so weit gekommen. Hyuga kombiniert hier nämlich einfach mal so seinen Stepback mit Kurokos Phantom Shot. Kise blockt hier jedoch noch mehr weg als eben Janes Ansatz Zungenbrecher. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch zu Kise sagen soll. Der Typ ist einfach ein Tornado. Seine Perfect Copy hat aber zum Glück ein Zeitlimit, weswegen er sich den Rest hier noch aufspart. Kagami nutzt das Ganze also aus, aber kann hier nicht treffen. Kises Überraschungsangriff hat nämlich Senens Rhythmus komplett zerstört. Rico fühlt also hier ihren inneren Phil Jackson und macht eine Einwegsprung. Denn unser random ass Basketball-Homie von Folge 2 bekommt hier endlich seinen Einsatz. Er hat zwar übelstes Lampenfieber, doch Kuroko unterstützt ihn dabei mit Steals. Rikos Plan war es nämlich hier, den Rhythmus mit dem Angsthasen komplett zu ändern. Der Kleine schafft es hier sogar wirklich, Ruhe ins Spiel zu bringen. Und diese Vorsicht, die er eben ausstrahlt, führt wieder zu Punkten. Seren kann sich wegen ihm also hier wieder fangen und mit ihrer Starting 5 läuft das Spiel auch wieder wie gewohnt. Kaiju fokussiert dann noch in der Offensive Izuki, um eben einfache Punkte zu machen. Er ist zwar ein Regular-Ass-Guy, aber auch er hat 2 Staffeln lang einen Special-Move vorbereitet. Mit seinem Eagle-Spear kann er sich also den Ball doch noch krallen. Womit es hier auch wieder zum Kagami vs. Kise Fight kommt. Beide halten dabei ihren Korb sauber. Weil Kagami ihn dann aber nochmal zeigt, was er drauf hat, akzeptiert Kise Kagami dann auch als Teil der Wundergeneration. Diese ganze Auseinandersetzung geht hier auch gerade voll auf Kagamis Konto, weswegen Kaijos Coach Kise auch erstmal auswechselt. Wegen seiner Verletzung muss er sich eben noch schonen. Kazamatsu hält hier seinem Bro aber den Rücken frei und schafft es sogar, Kurokos Phantom Shot zu durchschauen als auch zu blocken. Man muss nämlich einfach nur tiefer stehen, um seine ganze Illusion durchschauen zu können. Doch auch Kuroko hat natürlich einen Rücken. Dieser ist aber mit Kagami definitiv breiter als der von Kazamatsu. Demnach wird er hier zu Prime Jordan und rasiert Keijos Ehre vollständig. Kise wird hier trotz allem auf der Bank gelassen. Sein Team kämpft sich hier auch durch mit allem, was sie können, um eben Kise die Möglichkeit zu geben, am Ende des Spiels alles noch zu drehen. Und da sie ein extremes Arbeiterteam sind, schaffen sie es hier tatsächlich, Seren die Stirn zu bieten. Aber auch unsere Nebendarsteller sind fest entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. Der Abstand wird hier also enorm groß, weshalb Kise unbedingt wieder rein will, um eben die letzten 4 Minuten für den Sieg zu nutzen. Trotz seiner Verletzung kommt er also hier rein und Kuroko mischt nun ebenfalls wieder mit. Obwohl es hier viel zu früh ist, setzt Kise sofort wieder seine Perfect Copy ein und kombiniert sogar die Fähigkeiten von Akashi als auch Aomine. Mit diesem Monstrum von einem Basketballspieler muss Kagami auch hier richtig reinhauen. Leider kann Kise dann einfach mal so wie die Jungs in Dragon Ball Z rumspringen und diesen Boy blocken. Selbst Kurokos Kamehameha wird hier ehrenlos kopiert. Damit ist es für Kaiju also immer noch möglich, den Abstand zu verkürzen und eben zu gewinnen. Es kommt also zur hitzigen Schlussphase, wo keiner nachlassen möchte. Kuroko beweist dabei auch Eier und übernimmt Kise. Dies ist jedoch nur eine Ablenkung, um ihn zu dritt den Ball abzuknöpfen. Doch dieser Kise ist hier nicht aufzuhalten. Er passt, bekommt den Ball wieder und kann so punkten. Und auch den Phantom Shot hat er mittlerweile auf dem Kasten. Was hier aber nur funktioniert, weil er diesen mit Midorimas Technik kombiniert hat. Das Momentum schwenkt über und die ganze Halle möchte nun, dass Kaijo gewinnt. Weswegen sich Spielfehler auf Sirens Seite häufen und Kagami macht demnach auch ein Foul. Was er aber nicht nur getan hat, um seinen Mates klarzumachen, dass sie hier ihre eigene Geschichte schreiben müssen. So werden also alle wieder lockerer und sind fokussiert. Trotz allem verkürzt Kise den Abstand immer weiter und weiter. Kuroko möchte ihn aber hier weiter beobachten, um eben herauszubekommen, wann er was einsetzen würde. Hyuga legt sich dabei auch besonders ins Zeug und rettet den Ball mit vollem Einsatz. Doch Kaiju kann hier tatsächlich die Führung übernehmen. Kagami geht hier auch zu Boden, fasst sich zwar wieder, aber wird erneut auf die Knie geschickt. Doch Kuroko hat hier alles durchschaut. Er weiß nun, wann Kise was tun würde. Und
Und er weiß auch, dass Kisa nicht zweimal den gleichen Move nacheinander kopieren kann. Nach dem Ausschlussverfahren wissen sie also nun, was er als nächstes tun würde, und so gelingt ihnen tatsächlich ein Steal. Kisa glaubt aber an seine Männer und spielt einen Pass. Mit nur noch 4 Sekunden auf der Uhr ist es das hier wohl gewesen. Tagami marschiert aber hier schon in die gegnerische Hälfte. Seren wollte nämlich, dass Kisa punktet, damit ihr eigener Fast Break eben gelingen würde. Es sieht zwar danach aus, dass Kagami hier wieder seinen Meteor-Gem auspackt, aber in Wahrheit tut er es hier Kisa gleich. Er glaubt nämlich an seine Teammates, passt mit dem Backboard zu Kuroko und dieser kann mit seinem Phantom Shoot das Spiel für sie entscheiden. Auch wenn sie Kisa als Einzelspieler nicht stoppen konnten, konnten sie das Spiel für sich entscheiden. Der beste Spieler ist und bleibt aber eben dieser Super Saiyan Boy hier. Bevor es hier aber ins Finale geht, gibt Midorima ihnen die Warnung mit, dass es wohl 2 Akashis gibt. Und deswegen schauen wir uns auch hier mal Kurokos Flashback an. Damals hat dieser nämlich mit einem Kiddo Basketball gespielt. Irgendwann ging sie auf verschiedene Schulen und sein Freund hat dann später wegen Kuroko den Basketball-Sneaker an den Nagel gehangen. Aber um zu erklären, warum das Ganze so ist, müssen wir nochmal auf die Mittelschulzeit von Kuroko und der Teiko Akademie schauen. Im ersten Jahr gewann die Wundergeneration damals zwar den Titel, doch Kuroko hat es nicht einmal in die erste Mannschaft geschafft. Mit Aomine konnte er trotzdem in dieser Zeit Freundschaft knüpfen. Akashi war dabei aber derjenige, der sein wahres Talent erkennen konnte. Er erkannte sofort, dass von Kuroko keine Energie ausgeht. Doch er machte ihm damals schon klar, dass seine Unauffälligkeit keine Schwäche, sondern eben seine Waffe ist. Monate später fand Kuroko selbst aber dann eine Antwort auf Akashis Tipp. Er zeigte ihm eben seine Pässe aus dem Nichts, die wir alle nur zu gut kennen. Mit seinen ganzen Blicken und eben Gesten machte er es genauso wie ein Magier und verwirrt seine Gegner. So stieg er also in die erste Mannschaft auf. Leider hatte er beim ersten Spiel Lampenfieber und hat es dabei total verkackt. Der Coach wollte Kuroko zwar deswegen vom Team cutten, weil Aomine sich aber für ihn eingesetzt hat, bekam er noch eine Chance. Auch Akashi sagte ihm, dass er Mut zeigen und sich an das Tempo der Spieler der ersten Mannschaft anpassen muss. So konnten seine neuen Skills also endlich Früchte tragen. Er wurde also ein Teil von ihnen und zu dieser Zeit kam es auch dazu, dass Kisa ihrem Team beigetreten ist. Und ach ja, by the way, Momoe steht auch auf Kuroko, weil er ihr damals seinen Müll geschenkt hat und dies ein Gewinnereis war. Ja, soviel zu dem Romance-Anime-Aspekt von der Serie. Wie ihr alle wisst, kam es dann irgendwann dazu, dass Aomine sich gelangweilt hat, weil alle das Spiel gegen ihn aufgegeben haben. Kuroko machte ihm dann klar, dass nicht alle Spiele so drauf sind und er eben aus Respekt heraus immer alles geben sollte, da aber selbst Aomine Alter Rivale gegen ihn aufgegeben hat, kam er zu dem Schluss, dass nur er selbst sich schlagen kann. Selbst sein Trainer sagte ihm dann auch, dass er nicht mehr trainieren braucht, solange er die Spiele gewinnt. Aus Frust aus seiner Situation heraus beleidigt er auch Kuroko, da dieser eigentlich kein richtiges Talent besitzt. Außerdem merkt er hier an, dass er keine Pässe mehr von Kuroko bekommen hat, was daran liegt, dass die Generation der Wunder einfach zu schnell zu krass geworden ist. Aomine vermisst hier einfach nur die Zeit, als Basketball noch Spaß gemacht hat. Genauso wie Aomine möchte Murasakibara nun auch nicht mehr zum Training gehen. Weil er sich hier also Eier schiebt, stellt Akashi mal klar, wer der eigentliche Alpha ist. Leider geht das völlig nach hinten los, weswegen Akashis Psyche dann auch komplett zusammenbricht. Bei seiner Erziehung hat er nämlich eingetrichtert bekommen, dass nur die Gewinner Recht haben. Durch seine Niederlage wacht hier etwas komplett Neues in ihm auf und so kann er den Riesen auf Levi vs. Sieg angelehnt zu Fall bringen. Doch dieser Showdown führte dazu, dass Akashi sich dazu entschieden hat, aufs Teamwork zu pfeifen. Nun will er lediglich auf Einzelstärke setzen. Er wurde hier zu einem anderen Akashi, einem Akashi, den seine Psyche als richtig angesehen hat, um den ultimativen Sieg anzustreben. Der Spaß, Teamwork und eben Zusammenhalt interessiert ihn hier überhaupt nicht mehr. Der Sieg ist absolut. Das ganze Talent der Jungs stieg ihnen damals auch so dermaßen zu Kopf, dass sie in einem Match untereinander gewettet haben, wer die meisten Punkte gegen ihren Gegner machen würde. Im letzten Jahr der Mittelschule traf Kurokos Team dabei auf seinen alten Schulkameraden. Er selbst konnte aber nicht mitmachen, weil er sich vorher verletzt hat. Er hat Akashi zwar darum gebeten, dass sie das Spiel ernst nehmen sollen, aber als Gegner waren sie leider so schlecht, dass Aomine sie sogar absichtlich vorbeigehen lassen hat und ja, Murasakibara hat dabei sogar ein Eigentor hingelegt. Und das alles haben sie nur getan, um das schöne Ergebnis 111:11 hinzubekommen. Kurokos Wunsch wurde hier also völlig hintergangen, weswegen er zusammengebrochen ist.
da der Basketball, den er so sehr liebt, mittlerweile absolut kalt geworden ist. Und wie erwähnt, Kudokus Homie hat daraufhin das Basketballspielen aufgegeben. Er selber kann nicht mehr weitermachen, doch er glaubt fest daran, dass Kudokus Leidenschaft schlussendlich obsiegen wird. Er hat ihm sogar sein Schweißband überlassen. Ja, also gestorben ist er jetzt nicht, aber ne, er hat die Wünsche so übertragen, damit Kudoku so voll krass in Staffel 1, 2 und 3 werden würde. Wie dem auch sei, nach dieser ganzen Zeit ging es dann also auf die Oberschule. Diese ganze Geschichte blüht Kagami auch so dermaßen, dass er den Streit mit seinem Bro aus der Welt schaffen kann. Damit kommen wir also endlich zum Finale des Winter Cup. Kommen wir also nochmal ganz kurz zu den Namen von eben Akashis Team. Wir haben einmal Shiros Reise ins Zauberland, der ganz, ganz sicher erst 16-jähriger Eikichi Nebuya, Pikachu auf Wish bestellt, aka Kotaro, und möchte gern Eisenlocke Mibuchi. Bei jedem Match bekommt Seren den ersten Angriff und Kunoko kann hier sofort reinhauen. Hyuga wird dabei von Mibuchi leider gekorbt, doch abseits vom Court würde er sicher mit ihm auf ein Date gehen. Leute, ihr müsst euch hier aber keine Sorgen machen. Kagami trifft sich hier selber und springt bei seinem Meteor Jam beinahe aus der Halle. Dieser Move bedeutet hier aber auch, dass Kagami so fokussiert ist, dass er schon zu Beginn des Match in der Zone ist. Aus diesem Grund übernimmt Akashi auch dessen Verteidigung, da sein ganzes Auge immer noch gewaltig ist. Gegen diesen Kagami reicht das hier aber nicht aus. Das Punkten funktioniert dabei aber leider nicht so wie gehabt. Akashi hat ihn nämlich absichtlich vorbeigehen lassen, da der Ausfallschritt von Kagami beim Vorbeigehen ihn zum Verfehlen bringen lassen hat. Auch in der Offensive kann Akashi Kagami erneut zu Fall bringen. Gegen diesen Typen hier funktioniert einfach gar nichts. Glücklicherweise kann ihr Bankspieler Ryunosuke sie nochmal absaven. Er schafft es auch hier, Kagami aus seinem Tunnelblick rauszuholen. So löst sich auch erstmal die Zone wieder auf. Was aber gut ist, dass die Zone nicht komplett verbraucht wird und das Ganze wirkt sich auch positiv auf den Spielrhythmus aus. Rakusans Kotaro übernimmt also das Rampenlicht, mit seinem Special Dribbling kommt er vorbei und kann hier sogar scoren. Und für Seren wird es hier noch schlimmer, da gleich schon zu Anfang Kurokos Unauffälligkeit nicht mehr funktioniert. Der Grund dafür liegt darin, warum Akashi damals Kuroko nicht das Werfen beigebracht hat. Mit all den neuen Techniken von Kuroko fällt er einfach viel zu sehr auf und hat seine Unscheinbarkeit verloren. Akashi macht ihm hier auch klar, dass es eine Schande ist, dass er das selber nicht bemerkt hatte. Zum Glück hat Riku aber schon einen Plan parat. Er ist zwar ziemlich hart, doch sie fordert hier von Kuroko, dass er sich bis zum Ende des ersten Spielviertels komplett zerstören lässt, um ebenso wieder einen Weg zurück ins Spiel zu finden. Fürs Erste bleibt es hier also beim Unentschieden, doch Seren bekommt dann seine eigene Medizin zu schmecken, da Shihiros Reise ins Zauberland die gleichen Pässe wie eben Kuroko spielen kann. Ja, Akashi hat sich einfach mal so einen zweiten Kuroko ercraftet. Ja, die Erklärung ist dafür, dass er in der Schule erkannt hat, dass Shihiro ein Fan des Vagabond-Manga ist und wie wir wissen, sind alle Leser davon mittlerweile ausgestorben und deswegen ist er genauso wie Kuroko unscheinbar. Um das Ganze also hier zu kontern, wechselt Riku wieder und setzt Koki ein. Er wird hier zwar schnell ausgedribbelt, aber dadurch hat Akashi nicht mehr genug Platz für seinen Ankle Breaker. Und weil sie Koki natürlich auch komplett unterschätzen, kann auch dieser danach Punkte erzielen. Akashi nimmt ihn aber trotzdem die Ehre. Die psychische Belastung gegen ihn zu spielen ist nämlich so hoch, dass Koki danach nicht mehr weitermachen kann. Auch Mibuchi kann dann Kobe stolz machen und haut einen bösen Fadeaway-Dreier raus, den er vermutlich mit den anderen Jungs auch privat so unternehmen würde. Hyuga hat aber hier auch schon eine Antwort parat. Die beiden haben hier also einen richtig fetten Dreier. What? Wettbewerb. Weil sie, naja, sich die ganze Zeit betteln und ich meinte jetzt nicht gerade das andere. Auch Tepe möchte dann mitmischen, kassiert aber Schwanz von hinten. Also, nein, nicht ganz, er wurde nur hier verteidigt. Jedenfalls liefern die beiden sich hier ein richtig fettes Rebound-Battle. Mit Tepes Teamplay kann er den Showdown aber hier für sich gewinnen. Rakusan behält dennoch die Oberhand. Ich meine, Akashi beginnt hier auch einfach mal damit zu flexen und die Dunks raushängen zu lassen. Hyuga lässt sich dann auch provozieren und sammelt zu viele Fouls, weswegen er erstmal die Bank wärmen muss. Seren beginnt damit auch die Hoffnung aufzugeben. Doch Kuroko glaubt immer noch an den Sieg und kommt wieder in die Partie rein. Er möchte hier auch seinen Klon verteidigen, da er seine Tricks eben bestens kennt. Das Ganze bringt dann aber nicht wirklich viel. Was aber nur daran liegt, dass Kuroko Shihiro hier absichtlich werfen und punkten lässt. Shihiro wird also auffälliger, weswegen die Unauffälligkeit von Kuroko wieder in Kraft tritt. Und so kommt Seren wieder in den Rhythmus. Das motiviert auch Kagami und er ist wieder in der Zone. Auf diese Weise kann Akashi auch aufhalten und mit ihrer Kuroko Kagami Schatten- und Licht-Kombo wird der Abstand immer mehr verkürzt.
Akashi wäre aber nicht Akashi, wenn er diesen Schachzug nicht kontern würde. Er nutzt Shido hier aus, um die Aufmerksamkeit umzulenken und so kann er Kagamis Zone Defense schlagen. Das ist zwar ganz schön kacke, aber das hält Seiden dann irgendwie nicht davon ab, rumzuscherzen. Mir ist gerade ein Spruch eingefallen. Verglichen mit Akashi und seiner Masche bist du nichts weiter als eine Flasche. Der war gut, oder? Wie dem auch sei, Kozoro nimmt seinen Gegner dadurch noch ernster und nimmt hier sogar 5 Finger für sein Dribbling, weswegen er blitzschnell vorbeigehen kann. Akashi alleine ist eben nicht alles, was dieses Team hier drauf hat. Izuki beobachtet aber sein Dribbling und nachdem er einige Male durchkommt, kann Izuki zusammen mit Kuroko ihm den Ball abknüpfen. Okay, nein, doch nicht, der Side-Character kackt rein. Papa Kagami regelt das Ganze hier aber mit Schellen. Und auch vorne kann er so richtig schön scoren. Leider ist Akashi halt, ja, weiß ich auch nicht, einfach nur krass und er kann trotz der Zone immer noch Gegenpunkte machen. Wenigstens ist ihr Ersatzmann Shinji krass unterwegs. Verglichen mit den anderen Spielern ist er zwar nur eine Katze, doch seine bestialischen Instinkte liefern hier die ideale Verteidigung. Er alleine kann Mibuchi dann zwar nicht aufhalten, doch dank ihm kann Hyuga erkennen, wie man die Dreier von diesem Typen stoppen kann. Und mit seinem eigenen können sie den Abstand dann doch nochmal aufholen. Weil Kagami auch immer noch Akashi verteidigt, kann dieser nun auch keine Punkte mehr machen. Weswegen er nur noch in der Verteidigung hängen bleibt. Während seinem Training hat er nämlich einen Weg gefunden, selbst in die Zone zu tappen. Diesen Zustand würde er jedoch nur nutzen, wenn er sein Team vollständig aufgegeben hat und das Spiel nur noch alleine gewinnen möchte. Er knöpft Kagami also hier den Ball ab und hat tatsächlich die legendären Blitze in den Augen. Und verdammt, bei seinem Dribbling und den Animationen würde man meinen, dass der Typ hier die ganze Grand Line aus One Piece überquert. Bei diesem ganzen Druck, den er ausstrahlt, fühlt Hyuga sich so, als wäre er im Krieg. Akashi nimmt ihnen hier die Knöchel als auch Ehre. Und auch die anderen sehen neben diesen Typen aus wie Schulmädchen. Das, meine Damen und Herren, ist die Zone. Der Bruder hat legit Königshaki und kann hier so Seiden Starting 5 alleine verteidigen. Auch Kagami lässt er dabei zu Boden fallen, chillt seine Eier und trifft danach trotzdem auf James Harden angelehnt. Akashi macht hier wirklich alles alleine und pfeift aus seinem Loser-Team, als wäre er LeBron aus 2018. Kuroko gelingt es hier aber zusammen mit seinem Homie Akashi aufzuhalten, da er nämlich nicht Akashi, sondern Kagami beim Verteidigen anschaut. So kann er dessen Auge kontern. Er kennt seine Teammates schließlich besser als jeden anderen und kann so noch weiter als Akashi in die Zukunft schauen. Und wir sollten hier auch nicht vergessen, dass Kagamis Zone immer noch aktiv ist. Akashi ist aber schnell wie der Blitz und kommt sofort wieder in die Verteidigung und stellt sich hier Kagami. Dieser hat jedoch kein Interesse an einem 1 gegen 1. Zusammen mit Kuroko kann Kagami also Akashis Zone besiegen und ihn auf ein Poster packen. Das erste Mal in seinem Leben ist Akashi derjenige, der zu Boden geht und verliert. Was dazu führt, dass er nicht einmal mehr einfache Körbe versenkt. Akashi ist also nun derjenige, der hier komplett vorgeführt wird und Seiden kann einfach machen, was sie wollen. So dreht sich das Momentum auch auf ihre Seite. Was natürlich eine enorme Belastung für seine Psyche ist. Schon als Kind wusste er nie wirklich, wer er ist. Er tat nur das, was seine Eltern von ihm verlangten. Und nach dem Tod seiner Mutter hat er sich damals komplett verloren. Sie war seine Ruhequelle. Und daraufhin zwang sein Vater, ihn noch mehr in allen Belangen perfekt zu sein. Doch obwohl Basketball sein Anker war, wurde der Zwang daran zu gewinnen so groß, dass sich seine Psyche gespalten hat, um das, was ihm eingetrichtert wurde, nämlich immer zu gewinnen, einhalten zu können. Doch durch dieses unglaubliche Match hier kommt es dazu, dass der alte Akashi zurückkehrt. Ihm wurde hier wieder klar, was er wirklich am Basketball geliebt hat. Dieser neue, aber alte Akashi überrascht Kagami komplett. Und auch Kuroko erkennt hier seinen alten Freund wieder. So bekommen seine Teammates insane gute Pässe und Rakusan spielt wieder wie ein echtes Team. Seiden lässt aber auch nicht nach. Es wird hier zu einem wahren Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch Rakusans neues Spiel und Teamplay öffnet hier etwas noch nie dagewesenes. Durch Akashis Spielweise und eben Zone kommt es dazu, dass alle 5 von ihnen nun in der Zone sind. Das Momentum geht demnach wieder auf Rakusan über. Auch Kagami gehen hier die Kräfte aus. Hyugas neuer Lover kommt ihm dabei immer näher. Teppes Verletzung macht sich ebenfalls
ebenfalls bemerkbar und Izukis Stil geht auch nach hinten los. Dazu kommt noch, dass Kuroko beginnt Fehler zu machen, da ihm ebenfalls die Puste ausgeht. Aber in diesem Moment taucht hier Kurokos Regular-Ass-Schulfreund auf. Er feuert ihn an und das gibt Kuroko eine ordentliche Ladung von männlichen Tränen. Auch Aomine pusht sich hier von oben und das gilt auch für die anderen. Die ganze Halle beginnt sie hier anzufeuern. Kagami erkennt auch dabei, dass derjenige, der die weitere Tür der Zone versperrt hat, nicht ein Wächter, sondern sein Freund war, der auf ihn gewartet hat. Er erkennt hier, was er tun muss und das eröffnet die Zone hinter der Zone. Meine Damen und Herren, ich spreche mal wieder von dem legendärsten Move in Anime-Kosmos, nämlich der Kraft der Freundschaft. Kuroko hat auf Kagami gewartet, Aomine droppt die männlichen Tränen und ich weiß auch nicht, Kagami öffnet einfach mal so eine riesige Galaxie und es geht hier übertrieben ab. Ihr Play ist so dermaßen schnell, dass niemand damit mithalten kann. Sie denken hier nicht nach, sie fühlen das Spiel einfach. Auf Son Goku angelehnt, kramen sie also hier den Black Mamba Instinkt aus und zeigen, was die wahre Zone so drauf hat. Das Ganze funktioniert sogar in der Verteidigung. Damit verkürzen sie den Abstand auf nur noch 5 Punkte. Wenn sie Rakusan in der Defensive nun einmal noch aufhalten können, können sie gewinnen. Doch Akashi juckt das Ganze hier überhaupt nicht. Er pfeift auf alles und punktet trotzdem. Kagami ist aber der Main Man und haut hier nochmal einen fetten Dreier hin. Auch hinten tun sie einfach alles in ihrer Macht Stehende. Selbst Izuki nutzt seine Augen, packt einen Stil aus und ermöglicht auch Hyuga einen 3-Punkte-Wurf. Nicht nur trifft er diesen, nein, Hyuga, das Schlitzohr, trifft sogar mit einem Foul. Was hier bedeutet, dass sie mit einem getroffenen Freiwurf das Spiel ausgleichen können. Seren möchte aber hier alles mit einem Rebound entscheiden. Taipei Amja krallt sich hier also diesen Rebound und der letzte Wurf wird hier dem absoluten G gegönnt. Kuroko. Akashi kommt zwar sofort dazu, was er aber nicht wusste, ist, dass das Ganze hier nur ein Pass für Air Kagami Jordan war. Mit diesem Korb gewinnt Seren auch den legendären Winter Cup. Sie sind nun die Champions. Nach viel Schweiß, Blut und Tränen haben sie es endlich geschafft. Weil Akashi nun auch wieder normal geworden ist, gibt er aus Respekt Kuroko hier die Hand für diesen absoluten Sieg. Das, meine Damen und Herren, beendet also hier Kuroko no Basket in Minuten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ballen sie heutzutage mittlerweile alle in der NBA. So, Freunde, Kuroko no Basket in Minuten. 75 Folgen, 3 Staffeln, wir haben es geschafft. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wer war denn euer Lieblingscharakter von den Generation der Wunder oder eben Kuroko und Kagami. Ich weiß, wenn wir ehrlich, einen anderen Charakter werdet ihr nicht als Lieblingscharakter finden. Lasst einen Daumen nach oben da, als auch ein Abo auf den Kanal. Das Ganze war ein ganz schöner Brocken. Ihr werdet das Ganze wahrscheinlich ein bisschen später sehen, als ich es eigentlich hochladen wollte. Sorry dafür, aber ich hoffe, wir konnten trotzdem ein bisschen den Kuroko no Basket Hype, die Liebe ausleben. Wie dem auch sei, ich bin mit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.